Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, die Erkältung bzw. das Fieber ist wieder auf dem Rückmarsch, sag ich mal, einigermaßen. Ich muss mich immer noch konzentrieren beim Reden, weil wenn ich irgendwie zu euphorisch, zu laut oder so rede, dann muss ich sofort anfangen zu husten. Also ja, immer noch relativ monoton das Ganze. Und heute gucken wir mal, was wir hier so zu erledigen haben in Shakes and Fidget, ja. Ich hätte wahrscheinlich zuerst mal wieder mein Level Gear anlegen sollen, gar nicht lange drinne, schon den ersten Fehler gemacht, ja, aber zumindest können wir dann so gleich mal hier ein paar Leute angreifen, beziehungsweise mal gucken, was im Dungeon so geht, ja, denn, ja gut, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit den letzten Dungeon-Gegner besiegt, das ist, glaube ich, nicht mal einen Monat her, ich glaube nicht mal, ich weiß gar nicht, vielleicht eine Woche oder zwei, so ungefähr, also von daher hat der Gegner hier auch noch ruhig ein bisschen Zeit. Aber wir sehen, der Markwart, der hat hier mal saftige, knaftige Hits rausgehauen. Oh, Kunigunde, jetzt nochmal vielleicht nochmal ein paar Crits, ein paar Mal ausweichen. Das wäre natürlich hier heute eine Sensation. Ah, da kassiert er einen Crit. Jetzt müssen wir aber nochmal einen raushauen. Ach, Mensch. Schade. Da hat es leider am Ende nicht gepasst. Der Markwart hat sehr viel Schaden rausgehauen, fast im Alleindurchgang das hier gemacht. Hätte die Kunigunde noch ein bisschen länger überlebt oder hätte ich ja ein, zwei Crits vielleicht noch rausgehauen, dann wäre der hier auch im Bereich des Schaffbaren auf jeden Fall. Also der ist, denke ich mal, in nicht allzu ferner Zeit, denke ich mal, legbar. Und ja, da werden wir aber auf jeden Fall erstmal jetzt hier nichts weiter rein investieren, weil, ja, ihr kennt das ja, ich bin ja zufrieden und glücklich, wenn ich noch ein paar Gegner mir aufsparen kann für schlechte Zeiten oder so. Ja, wir können was in die Toilette werfen. Was sagt die Quest? Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Wir haben hier ein Epic ins Klo schmeißen. Dann gucken wir mal. Wir haben hier noch drei auf Tasche. Das ist genau gleich gut. Das ist sogar noch ein bisschen besser, aber kriegen wir momentan auch Besseres ran. Also ist auch schon wieder inaktuell, das ist dieser Santas Gürtel hier. Und der ist ein bisschen schlechter. Also würde ich mal sagen, kommt der ins Klo. So, mal gucken, was kann die Kundschafterin damit was anfangen irgendwie? Nee, nicht wirklich. Also sind die Schuhe, ja, die können zerlegt werden. Da brauchen wir jetzt nichts mehr weiter von. So, haben wieder einen Platz mehr im Inventar. Zwei Epics haben wir noch. Die heben wir uns auf jeden Fall noch auf, falls wir nochmal wieder so eine Quest bekommen. Mal gucken, was sagt der Füllstand. Der ist bei 340. Okay, das dauert also noch ein bisschen. Machen wir mal einen Portalkampf hier. Und ja, dann, bevor wir das gleich wieder vergessen, legen wir gleich mal das Level Gear an, damit wir hier auch gut unterwegs sind auf jeden Fall für die nächste Quest. Mal gucken, was sagt denn so der Arena-Manager? Ja, also auf 2,5 kriege ich das Ding erstmal nicht. Also das dauert. Das hatte ich auf W27 mal getestet. Ich weiß nicht, mal gucken. Ich glaube, da dauert das, also da ist es auf 2,4, da kostet es 3,9 Duodezillionen und da bin ich in diesen Gefilden bin ich noch lange nicht unterwegs. Ja, deswegen lohnt sich das gar nicht, hier rein zu skillen. Eigentlich, ja, lohnt sich hier jetzt fast gar nichts mehr. Ich kann das hier ins höchste Gebäude stecken, was ich momentan, wo ich das momentan auch reinstecken kann. Wir können uns hier die zwei Sanduhren mitnehmen und dann schauen wir mal zu den Pets. Die müssen heute auch noch natürlich, wie immer, gefüttert werden. Da kriegen wir heute das nächste auf 150, das ist ganz cool. So. Und, oh, nice. Dann kriegen wir den Nah auch gleich auf 200, das ist auch sehr nice. Und dann können wir hier mit dem Agua-Fund weitermachen. Gut, komischer Name. Ja, aber ist ja nichts Ungewöhnliches bei den Pets. Gut, dann sind wir nämlich schon auf dem Server soweit durch. Meine Sanduhren, die haben sich wirklich sehr stark dezimiert, weil ich die letzten Tage wirklich fast ausgeschlossen meine komplette Alu geskippt habe. Und ja, deswegen habe ich da keine, keine Sanduhren mehr, weil ich ja die Zeit dann doch eher genutzt habe,
um mich dann auszuruhen, anstatt irgendwie vor dem PC zu sitzen oder so. Ja, klingt erstmal sehr, sehr kurios und komisch, dass man, wenn man krank ist, nicht vor dem PC zu Hause sitzt, sondern irgendwie, ja, keine Ahnung, zu Hause auf dem Bett oder so. Und ja, sonst muss ich auch sagen, war ich auch immer so einigermaßen immer noch gesund, dass ich das, dass ich mich dann auch noch vom PC dann chillen konnte. Aber diesmal lag ich dann wirklich so flach, dass ich die Zeit wirklich genutzt habe, um mich dann auszuruhen. Ja, das hatte ich bisher auch selten gehabt, den Fall. Aber was willst du machen? Gut, ich weiß nicht, die Waffe, die denke ich mal, mal gucken, kann die irgendjemand. Nö, die können wir ins Klo schmeißen. Wann mal hatten wir? Ne, wir hatten ja keine Quest. Haben wir da noch ein paar. Ja, ein paar Epics haben wir noch, deswegen gut. Können wir die ja mal in die Toilette schmeißen. Herzchenstab bekommen wir. Skillen können wir gleich auch noch. So, mal gucken. Ist der denn besser? Ne, der ist deutlich schlechter. Deutlich schlechter. Von der Spanne her ein bisschen besser, aber von den Stats leider überhaupt nicht zu gebrauchen. Hallo. Okay, gut. Und deswegen wird das Ding auch zerlegt hier. So. Gut. Und auch hier, bevor wir hier weitermachen, werden wir natürlich auch hier unser Level-Gear anziehen. Ganz klare Sache. Ja, Entschuldigung. Aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. So. Ich denke mal, keine Ahnung, in ein paar Tagen sollte das denn nicht mehr ganz so schlimm sein, dass ich dann hier auch wieder einigermaßen gut aufnehmen kann. Solange entschuldige ich mich auf jeden Fall noch. Aber es muss ja auch irgendwie weitergehen. So, wir kriegen hier Onda auf 200. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir hier gleich weitermachen. Und den Fluor, den haben wir auch bald auf 150, ja, ab morgen. Das ist auch sehr nice. Das, die Pets hier unten, die machen ja immer noch am meisten Sinn und machen noch am meisten aus von den Pets und so. Deswegen ist das sehr cool, dass wir die jetzt soweit erstmal haben. Und ja, dann sieht das hier auf dem Server erstmal auch schon mal soweit ganz gut aus. Gehen wir mal auf den Berserker. Mal gucken. Hier, was haben wir hier irgendwas? Ich glaube, hier ist auch nichts Neues. Ja, keine Ahnung. Also hier ist wirklich nicht viel Sehenswertes, sag ich mal so, weil ich hier auch nicht so viel Zeit investiere. Hier habe ich mich halt auch nur durchgeskippt, so die Tage. Mehr oder weniger. Hier habe ich meine 100 Alu gespielt, aber ich glaube mehr auch nicht. Ja, und deswegen liegt der momentan so ein bisschen hinterher. So, nichtsdestotrotz machen wir mal hier unsere Dungeon-Angriffe. Die greife ich mal sehr willkürlich an und hoffe einfach, dass hier irgendwas irgendwann fällt. Ja. Und ja, so sieht es momentan aus. Ich habe auf meinem Main, fällt mir gerade nur ein, ich habe auf meinem Main gerade noch meine Edelsteinmine noch verbessert. Ja, ihr seht es gerade vor einer halben Stunde, fast genau vor einer halben Stunde. Jetzt, genau, habe ich sie angeschmissen, um auf Stufe 48 auszubauen. Ja, ist auf jeden Fall auch sehr cool. Hier geht es auch voran. Wir geiern ja auch hier noch auf das Achievement. Mal gucken, wo das war. Hier. Da sind wir bei 88, ja. Tiefbaumeister. Da müssen wir die Goldgrube und die Edelsteinmine bei es auf 50 bringen, damit wir das Achievement hier freischalten. Das wird wahrscheinlich das nächste sein. Das andere wird alles noch ein bisschen dauern. Ja, bis wir das alles voll haben hier. Ja, stimmt. Stufe 500 haben wir auch bald. Das dauert auch nicht mehr allzu lange. Und ja, dann haben wir wieder zwei Achievements mehr. Der Rest dauert wahrscheinlich noch. Obwohl, ich weiß nicht, bei den Runen, das könnten wir vielleicht noch bald kriegen. Dezillion müsste, glaube ich, bald sein, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das könnte. Ich glaube, wenn hier schon Duo Dezillion steht, dann müsste doch Dezillion noch dazwischen kommen. Dann könnte nach Octillion vielleicht Dezillion. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann sein. Mal schauen, wir werden es mitkriegen. Dann hätten wir da auch wieder das nächste Achievement. Aber so sieht es momentan aus. Ja, auf den Servern. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, dass ich immer noch so verrotzt bin, aber kann man leider nichts machen. Und ja, bessert sich aber auf jeden Fall. Das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Thank you.